Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2 in der deutschen Übersetzung von den G-Trans Version 2.02 Beta Revision Release Nummer, keine Ahnung, 865 Kill Bill, wie heißt das richtig? Ist das R, steht das für Release oder Revision? Das steht für Revision. Revision. Und Mary, bestätigst du das oder sagst du, das ist Blödsinn, was der erzählt? Ich habe gerade nicht zugehört. Sehr gut, sehr gut. Ich grüße euch. Ich muss den Charakter. Ich stimme doch mal. Drück mal Pause. Hast du Mary? Ja, jetzt. Okay, jetzt geht's. Jetzt geht's. Achso, Mary hat gerade einen Vorgang noch nicht gerissen. Ja, der hat bla bla bla. Ich halte mich jetzt von dem komischen Typen da vorne. Ich kämpfe lieber gegen mein kleines Wassertier. Bam, in die Fresse. So. Hey, er, den schwarzen Ritter, haben wir schon mal gesehen. Gebt auf, wir kommen dem Heiligen Land immer näher. Das Mana-Schwert wird unserem größten Anführer, dem Drachenkaiser, gehören. Großen Anführer. Der große Anführer, der Drachenkaiser, Aldar. Dem Drachenkaiser gehören. Hab ich doch vorgelesen. Ich verschwinde beim Laufen. Oh nein. Nice. Ich verpiss mich. Ich geh nach hinten. Was machst denn du? Du bist doch voll. Achso, du willst Zauber machen. Ja. Na mach. Hau rein, Alter. Alle Gegner. Schattenmütze. Guck mal, der guckt schon blöd. Was auch noch die Nadeln, die kannst du Adler losschicken. Oh fuck, jetzt haben wir getroffen. Oh, die hauen ja richtig rein, wenn die schießen, ne? Deswegen machst du das. Gehen wir auf einen wieder? Ja, geht ihr auf einen, ich bleib hinten, ich mach Support. Support. Supported. Geil. Säure regeln. Ach ne. Eisnadel von unten Regen. Shit. Eis. No problem, Mary. Ja. Ist die Schokolade, die wird dich heilen. Ja. Oh ja, Kippe ist voll eingekreist. Ich geb den Saures, Alter, meinst du? Alter, es geht ab hier. Wir haben doch gar keine Chance, haben wir. Echt mal, wir sind ja schon Level 17 inzwischen. Ja, aber die sind voll schlapp, sind die. Wir sind voll schlank gegen dich. Siehst du mal, wie schlapp die sind hier. Ja, total. Hätten dich fast getötet. Auf. Au, fuck. Und hier wird ein Rot. Rot heißt, da ist bestimmt gerade beim Klar. Der ist bestimmt gerade beim Explodieren, haut die auch von ihm ab. Ich bin ja wirklich rot davon, aber wir sind ja alle grün. Also muss wirklich einer so Blitzschlag! Ja, voll daneben. Voll daneben. Chippy Kachu. Oder? Oh, Kibbel, du bist voll schwach. Kibbel, ich glaube, du bist tot. Ich glaube, wo ist mein Zukunftswaffe? Nein, Kibbel, du hast 0 HP. 1 HP hast du wieder. Vielleicht können wir den Bug ausnutzen. Yeah! Ich gebe mir auch mal noch einen Bonbon, dann komme ich wieder in den Kampf zurück. Nee, tu mal Support mal, ist schon ganz okay so. Nee, ist schon, weil so können wir mehr Schaden auch austeilen. Ja. Einer ist tot. Oh, einer ist weg. Weißt du, wer ihn kaputt gemacht hat? Dreimal darfst du raten. Mary? Nein. Knapp daneben, ganz knapp. Dann mache ich das. Ja. Mit meinem Bonbon habe ich ihn kaputt gemacht. Mit den Karies. Weißt du das noch? Oh Gott. Fee! Fee spricht zu uns. Der Mana-Stein sollte sich in der Nähe befinden. Ich spüre außerdem die Präsenz eines Mana-Geistes. Los, gehen wir! Wie? Okay, auf zum Mana-Geist. Fee hat was gespürt. Sie hat es gespürt. Jetzt geht's! Nein, fass es ja nicht an. Auch es wird doch explodieren. Nein! Guck mal, wie er dampft. Die Energie des Mana-Steins wurde freigesetzt. Fee, vielleicht packen wir das falsch an. Warum? Ich weiß gar nicht, warum ich das sage. Aber ist ja egal. Wieso? Das klingt voll bescheuert. Vielleicht müssen wir es von oben anpacken und nicht von unten. Vielleicht. Oder von der Seite. Ich will doch was anderes sagen. Vielleicht sollen wir anders probieren. Oder irgendwie. Gehen wir das falsch an, aber Sicher. Sie entziehen dem Mana-Stein die Kraft schneller, als wir sie finden können.
sehr. Andererseits verstehe ich nicht, was ich jetzt gerade erzähle. Das ist total in den Haaren herbeigezogen. Andererseits haben wir dasselbe Ziel, nicht wahr? Das Mana-Schwert. Aber stimmt wirklich. Also das ich hab hier gar nicht, von wem er redet. Aber ja, stimmt wirklich. Also das ist wirklich der Zusammenhang mit rausgekommen. Da fehlt so ein bisschen Kontext. Merkt ihr übrigens, dass der Server jetzt gerade ein bisschen besser läuft? Ja. Also Special, Kontext, hier fehlt. Tut Kontext. Wir könnten sie einfach das Tor öffnen lassen und ihnen dann in das Heilige Land folgen. Ah, jetzt verstehe ich, wie ich denke. Ihnen! So. Jetzt habe ich es gerallt. Die anderen die Arbeit machen lassen und dann selber sagen, hey, guck mal, ich habe das gemacht. Ja, irgendwie, ja, aber es stimmt wirklich. Wir fehlen ein bisschen Kontext. Vom Anfang ist ein bisschen unglücklich. Ja. Das wird nicht funktionieren. Guck mal, die wackelt mit ihrem Backen. Sie setzen die Kraft zu schnell frei. Und das verursacht ein chaotisches Ungleichgewicht. Ah ja. Der Mana-Baum ist im Begriff zu sterben. Ja, ist er doch schon mal, oder? Das Tor wäre vielleicht offen. Aber bei diesem Tempo gäbe es dann kein heiliges Land mehr. Okay. Wir dürfen nicht zulassen, dass Athena mit ihren bösen Machenschaften so weitermacht. Wir müssen die Mana-Geister finden. Ja, sind wir doch jetzt auf dem besten Weg, oder? Wir holen uns jetzt hier. Wie heißt die Frosta? Okay, okay. Es tut mir leid. Du hast recht. Macht euch keine Sorgen. Wir haben es fast geschafft. Geben wir unser Bestes. Ja, jetzt geht schon, ne? Da ist schön flüssig. Aber da ganz, ganz am Anfang, da muss noch ein bisschen gemacht werden. Ja. Guck mal da. Das ist Frosta. Schnief, schnief. Frosta. Stimmt etwas nicht? Bist du erkältet? Ja, natürlich. Guck mal, Frosta hat rote Augen, die ist bestimmt irgendwie verzaubert. Der Heuschnupfen. Hey, mein Frosta ist erkältet. Ja, das war ein Insider. Aha. Das war ein Militärwitz. Nein, nur, das war so eine bewegende Geschichte. Wobei der Anfang der Geschichte etwas hakelig war. Ja. Der war total komisch. Ja. Nein. Sie hat mich zu Tränen gerührt. Aber hey, dass ich weine, heißt nicht, dass ich schwach bin. Ich kann euch eine Hilfe sein. Ich kann euch trotzdem eine Hilfe sein. Ja, der Rest, der geht voll in Ordnung, ne? Der restliche Text. Jo, warte mal, ich will den nochmal anpacken. Das kannst du das Level up, Mann. Oh, Mann. Ja, sind wir nicht inzwischen so weit? Nein, 25. Hm. Was, 25? Ja. Schließ die Augen, konzentrier dich. Jo. Konzentrier dich stärker. Ich halte die Luft an. Yeah. Guck mal, ich bin voll der Heavy-Metal-Typ. Yeah. Okay. Einfach nur noch ein Grünschnabel. Ich will hier drüben raus. Weg, wir sind Level 17. 17, ist noch entweder noch 20 oder 25. Kann auch 20 sein. Das könnte man da ruhig mit einbauen. Du bist noch nicht stark genug. Du musst Level 20 bzw. 50 sein oder so. Ja, das wäre praktisch, aber. Das wäre nett. Schöner Hinweis, ja. In Klammern vielleicht. In Klammern. Du besitzt noch nicht Level 20, oder du hast noch nicht Level 20. Nee, du hast noch nicht Level 20 erreicht. Guck mal, wie ich hier voll einmal reingehauen hab. Irgendwie ist die Melodie jetzt auch von dem Spiel anders. Die ist jetzt so ding 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 ding. Das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, die Melodie. Nee, aber wirklich, sonst war der Text echt gut, ne? Du hast ja Anfang. Ja, war ein bisschen. Der Anfang war ein bisschen unverständlich. Aber der Rest war echt gut, kann man nicht sagen. Kraft, Wasser. Bringt euch voll viel. Können wir uns nicht auch mal Bonbons teilen oder so? Gib mir was Special. Ich würde sagen, wir gehen erstmal saven, wa? Ja. Definitiv. Das war hier unten rechts. Ausgezeichnet. Der da. Der war's. Der war's. Ich bin weiter vorne, ich war's. Nein, ich war's. Nein, ich war's wirklich. Spiel gespeichert. Dann nehmen wir jetzt den letzten Spielstand mal. So, weiter geht's. Weiter geht's. Wir haben noch locker 5 Minuten vor uns hier. Locker flogisch. Tja Leute, liebe Zuschauer, könnt ihr euch auf was gefasst machen? Wir werden es hier 1000 Mal hoch und runter rennen zum Leveln, damit wir endlich Level 25 werden. Da, Mary, bitteschön. Mann! Kann auch 20 sein. Ich bin mal jetzt so schon mit 25. Ja. Oh, guck mal. Tja, es geht schnell. Ja, mach wieder Aggressivität.
Das wäre mal, voll mal eine coole Eigenschaft in so einem Spiel, wenn man seine Aggressivität steigern könnte. Ja. Dann müsste man auch so reden nach einer Zeit. Ey, Alter, geh weg, Alter! Alter, kriegst du voll vor Maul, Alter. Nee, ab Level 50 oder was? Ich hab die Fresse, Alter. Nee, ab Level 50 geht's nur noch aufs Maul. Und ab Level 100 kommt nicht mehr geredet, wird einfach nur noch gesagt. Genau. Sehr gut. Oh, wir sind falsch abgebogen. Dann willst du Gutes wissen. Hä? Du bist ein Ring, ja. Ja, ich will mal woanders nach lang gucken. Mal gucken, was hier noch so ist. Da waren wir hier schon? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Mach mir auch ich denke, da ist nichts. Links waren wir nicht. Bald. Links waren wir nicht. Mary! Concentration! Concentration! Ja, du. Ich will auch aggressiv sein. Das ist Agilität. Ich weiß doch. Das hat wieder Aggressivität. Das ist doch toll. Will ich trotzdem aggressiv sein. Das kann es auch so sein. Kennt jemand von euch das Spiel Superhero League of Hoboken? Nein. Schade. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo mal finde oder so zum Kaufen. Dann will ich das vielleicht auch mal Let's Playern. Das scheint ganz witzig zu sein. Guck mal, das ist Königreich der Magie, aber die Tür ist zu. Was? Das Schloss da ist schon unten. Hä? Das Schloss? Hä? Ist schon unten. Das passt irgendwie. Nee. Das passt auf jeden Fall nicht, ne? Aber vielleicht heißt es schon unten, weil das irgendwie zeitabhängig ist. Gerade, oder ist. Ist halt ist unten. Gerade unten. Also, im Moment. Ja, genau. Ist halt einfach unten. Von unten, das ist schon ein wenig komisch, oder? Aber also das geht unten. Nicht. Nein, das geht nicht. No go. No go. Danke. Ich wollte schon immer mal sowas vom Kopf kriegen. Fetter Zauberer hier. Bam. Bam. Als ob ich das rieche, dass da eine Schokolade rauskommt, ja? Apropos. Wenn wir die besiegt haben, dann müssen wir uns gleich mal wieder neu aus dem Rucksack ein bisschen was rausholen halt. Wir müssen im Grunde wieder zurück zur Schildkröte. Genau. That's the plan. Der Masterplan. Oh, wisst ihr, heil dich, du blöder Fisch. Foto. Bitteschön. Dankeschön. Das Bomber muss jetzt reichen, wir müssen langsam haushalten hier. Ja, bevor unser Items leer sind, ja. 100 Harpunenstiche, deine Mutter. Ja, da steht eben nicht 100 Harpunenstiche, da steht 100 Harpune. Ja, die 100 Harpunenstiche halt. Das lese ich, ich gucke da im Video nochmal, ich will es nochmal genau wissen. Bohnen. Lokolade. Schokolade müssen wir mal wieder kaufen. Ja. Was nehmen wir noch mit? Schuppe nehmen wir mal noch mit. Samen. So. Weiter geht's. Hier lang, ne? Keine Ahnung. Ja. No orientation. Hallo Diego. Da fällt mir bei sowas immer wieder diese epische Szene ein von Ranma 1,5. Wo Diego da erstmal wochenlang irgendwo rumsteuert und dann zum zweiten oder irgendwo halt ankommt und dann jemanden nach dem Weg fragt und der sagt dann, ja, einfach nur geradeaus. Und dann läuft ja die Straße geradeaus weiter und dann geht die Straße so ein bisschen Kurve rum, weil die auf dem Berg ist. Und dann überlegt er, gehe ich jetzt hier der Straße nach? Und dann sagt er, nein, er sagte geradeaus. Dann springt er dann da drüber und ab durch den Wald. Geil. Da hast du das gesehen, da oben kommen auf einmal vor uns Gegner. Ja, die waren vorne auch schon da. Echt? Ja. Da sind wir dann ja extra hochgegangen und haben die dann auch noch kaputt gehauen. Nix! Oha. Jetzt, ich krieg's natürlich. Ja, ist ja klar, weil ich bin ja der Kill Bill. Warum gar nicht? Pickt mich nicht. Sag mal, diese Starbound macht und kommt jetzt auch momentan, ne? Ja, aber der hat sich mega blöd angestellt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Macht er immer, ist Absicht. Meinst du? Na klar, der will Kommentare haben. Okay, stimmt. Komm, ich mach auch mal Geist, ja. Ich bin auch mal ein bisschen geistig. Ja. Wozu? Was soll ich mit Agilität? Achso, ja, okay. Wo lang? Was denkst du, warum du so viel, Hier lang. Was denkst du, warum du so viel Zuschauer hast und Abonnenten? Ja, weil die dann alle rumflamen können, stimmt. Muss ich auch mal machen. Leute, sagt, wie blöd wir sind.
Nein, weil du es professionell machst und Kong eben nicht. Ich will das professionell machen. So, hier ein blödes Häschen. Ich denke manchmal, der Kong, das Spiel ist absichtlich ein bisschen falsch. Nein. Ja, es geht nur auf mich. Was war das für ein Popoöl? Ja. Das ist so praktisch. Ach verdammt, da war doch bestimmt wieder die... Nee, das ist für dein Popo. Ist echt toll, wenn man hier im Hintergrund sehen kann, wer so alles auf den Server connected und dann gleich wieder rausgeht. Obwohl Leo ist noch nicht raus, aber... Jetzt ist Leo raus. Hallo Leo, ich grüße dich. Falls du dieses Let's Play siehst, du warst auf dem Server. Hallo Leo, du kannst das Popo-Öl beim Pick ausprobieren. Na, dankeschön. Guck dir den Hasen an, wie der guckt. Voll geil. Ja, dann weißt du, warum der so guckt? Der hat das scharfe Chili-Popo-Öl hat er ausprobiert. Nee, und kriegst du ja das Popo-Öl. Hallo Leute. Check mal, wie die heißen. Intelligenz und Geist drauf. Mhm. Kannst ja mal gucken, wie die Gegner heißen, dann weißt du warum. Stimmt. Mary, Kill Bill. Ach nee. Nee, du musst was anderes tun. Ah, hier, das zum Beispiel. Mama Poto. Jetzt weißt du, warum die so heißen. Das heißt Poto, nicht Pabu. Warum verliert aber ein Hase Öl? Ach so, hast du auch gesehen, wie die da. Aber du hast die auch. Und das ist auch cool. Yeah. Hey Big, aber du hast die Augen von dem gesehen, ne? Ja, die waren riesig. Ja, und weißt du warum? Weil der Poto Popoöl benutzt hat. Ich dachte, weil er Verstopfung hat. Heute sinkt für sie das Niveau. Das ist cool. 100 Rapunenstich steht da, ich hab's genau gelesen. Ja, das ist so ein typischer Digimon-Angriff. 100 Harpunen, scheiß dich! Und dann machen die anderen mal so. Ja, okay. Gefangen. Hilfe. Angstkrieg. Hilfe. Wir haben voll den Skill, Mann. Ach, schade, den haben wir gar nicht dabei. Warum? Das geht nicht, glaub mal doch, man. Ja, okay. Wenn sich dann aber das Special meldet und sagt, hier, Alter, warum habt ihr das nicht ausprobiert? Seid ihr voll doof oder was, ja? Na, das bin ich gespannt. Das soll er machen. Viel schön. Dankeschön. Immer nett. So, aber irgendwie hat das nichts genützt, weil ich eigentlich auf Mary wollte. Ich hab auch gerade gedacht, wie soll eigentlich Kim? Nee, ich hab das gesehen, oben links blinkert da die HP und da habe ich auf den Charakter oben links war. Tja. Egal. Ich auch. Kibbel braucht das auch mal. Ja, sein Blutzucker genau. Und so. Ja, sowieso. Wenn ich dich mit dem Popo-Öl einreibe, dann brauchst du es dann ab und an mal. Striker war auch da. Das war so ein richtiger Leadspeak-Striker mit Y und Striker. Striker. Er ist hier im Putt. Nach oben müssen wir, ne? Ja. Das gehört, wenn ich dich mit meinem kräftigen Charakter mal hier ein bisschen mit dem Popo-Öl einreise. Da brauchst du schon noch den Kraft, da kannst du schon mal Bomben rüberwachsen lassen. Oh. Ja. Kevin nimmt Hawk. Und guck die Augen an, da weißt du, wie du aussiehst danach. Gut. Boah, zum Glück bin ich weg, jetzt kannst du pupsen. Und? Was ist passiert? Ja, genau das. Ja. Ey, was? Das ist ja unfair. Wir kriegen es egal. Alter, du hast ja voll den Mörderfurz da. Was denkst du? Nachdem ich dich mit Top 3 gekriegt habe, bist du aber schön halt vorne. Ja. Oh nein. Ich okay. Muss ja auch mit dem guten Geruch sorgen. Mm. Auf den du so stehst. Lass uns mal einfach jetzt mal durchrennen, bitte. Ich will zur Stadt. Wir haben den Part schon 4 Minuten fast überzogen. Was? Okay. Ja. Ja, oder 3 Minuten. Oh nein. Rennen! Ich bin jetzt hier nicht so schlimm, aber. Ich komme hier nicht weg! Ist nicht schlimm. Oh. Ich will hier weg. Jo, Harpunenstich! Da steht doch Harpunen dort. Nicht da lang. Nein, ich weiß. Oh Mann. Ich wollte gar nicht lang. Gefangen wegen dir. Ich wollte da gar nicht lang. Das war meine pure Kraft.
Leute, schreibt in die Kommentare, ob Kill Bill weiter sowas machen soll. Bitte antwortet. Stimmt jetzt. Auch ein Ausgang erscheint, hätte ich jetzt nicht erwartet. Muss ja auch mal schuld sein. Wenn ich schon keinen Ubuntu-Server aufsetze, dann will ich mir jetzt dort schon schreiben. Oh Mann, ey. Da, den. Geil. Weg hier. Lasst uns flüchten. Habt ihr schon mitgeregt, dass der Server jetzt deutlich flüssiger läuft, obwohl ich nichts gemacht habe? Ja. Ich habe mal wieder nichts gemacht und es läuft wunderbar. Ich sollte öfter nichts machen. So ist ja aber. Sammeln. Ja, nein, den Samen, den gucken wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es wieder heißt, Let's Play Secret of Mana 2, eine deutsche Übersetzung von den SNES Projects. Nein, von den G-Trends. Von den SNES Projects gibt es auch eine Version, kann man sich auch gerne mal angucken. Die ist schon länger fertig. Richtig, Kibbel? Ja. Ja, und dann drückt man Knopf. Schon mindestens, na, ungefähr ein Jahr. Ja, mindestens. Drücke Knopf. Genau. Druckst du Knopf, Alter. So, wir gehen jetzt noch speichern und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Secret of Mana 2. Genau. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss.